We are learning German language. Deutschkurs für Flüchtlinge. Wolfgang Winter, pensionierter Lehrer, gibt Unterricht für die Neuankömmlinge. Wir sind in Ingelheim, eine von zwei Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes Rheinland-Pfalz. 1300 Asylsuchende leben hier. Zwei Wochen lang beobachten wir mit der Kamera den Alltag der Flüchtlinge. German. We learn German. Dreimal pro Woche kommt Wolfgang Winter hierher ins Flüchtlingscamp. Sein Willkommen für diese Menschen sind Worte. Grundbegriffe in Deutsch, damit sie sich verständigen können. Rüstzeug für den Start im fremden Land. Wolfgang Winter war früher Lehrer. Ist das jetzt eine Herausforderung für Sie? Das hier? Nein, das ist schön. Was ich jetzt hier mache, ist schön. Ich brauche jetzt keine Zensuren mehr geben. Mich kontrolliert niemand. Ich gehe auf die Leute ein. Das, was der Bedarf ist und das, was in meinem Kopf drin ist. Ich sag mal so, heute habe ich hier eine Gruppe. Ach, das ist einer von meiner Familie. Ja, wo ist deine Familie? Hallo. Grüß dich. Wo ist die Family? Yes, now come. Okay, gut. Samir Butler verpasst keine einzige Stunde. Mit den drei Kindern und seiner Frau ist er aus Syrien geflohen. Wochenlang waren sie unterwegs. Sie schlugen sich durch, mit Bussen, Booten, zu Fuß. Mittag. Auf seinem Handy hat er die schrecklichen Erinnerungen an die Heimat festgehalten. Sie erzählen von Krieg, Tod und Zerstörung. Ihre Heimatstadt Idlib liegt in Trümmern. Das, was man hier im Fernsehen sieht, ist nichts verglichen mit der Realität. Man kann gar nicht beschreiben, was dort vor sich geht. Es ist schrecklich. Es ist unglaublich brutal. Die Butlers fanden Zuflucht hier in Ingelheim. In Syrien waren sie eine gut situierte Familie. Jetzt leben sie im Zelt, seit 42 Tagen, mit 150 Fremden. Keine Privatsphäre, kein Besitz. Doch alles ist besser als das, was war. Eigentlich sollten diese Zelte nur bis September stehen und die festen Unterkünfte vorübergehend entlasten. Doch der Zustrom der Flüchtlinge lässt nicht nach. Täglich kommen immer mehr Menschen. Fremd, frierend, erschöpft. Das ist Decke und Kissen. Leute, drei Erwachsene, drei Kinder. Von freundlichen DRK-Helfern bekommen sie das, was sie jetzt am nötigsten brauchen. Ein Bett, ein Dach über dem Kopf. Ein Lächeln. Die Zeltstadt, eine Außenstelle mit Platz für 350 Flüchtlinge. Die zentrale Einrichtung ein paar hundert Meter weiter. Die Container direkt an der Straße wurden vor zwei Monaten in kurzer Zeit aufgestellt, als die Flüchtlingszahlen sprunghaft angestiegen waren. Ingelheim. Seit 40 Jahren werden hier Flüchtlinge untergebracht. Die letzte große Welle kam in den 1990er Jahren. Damals waren es tausende Kosovo-Albaner, die vor dem Balkankrieg flohen. Zurzeit kommen jeden Tag Dutzende, oft hunderte Asylsuchende hier an. Hier werden die Neuankömmlinge registriert. Lärm, fremde Stimmen, den ganzen Tag. Mittendrin Jamie Kreuzberg-Lauterbach. Die Deutsch-Amerikanerin hat vor zwei Jahren die Leitung des Sozialdienstes übernommen. Anfangs hat sie noch jedem Flüchtling zum Geburtstag gratuliert. Als die Zahl auf über 350 stieg, hat sie aufgegeben. Es ist wichtig, dass die Blume für Ingelheim ausgestellt ist. In ihrem Büro geht es zu wie im Taubenschlag. Es ist nicht einfach hier, weil wir werden, sobald wir durch den Flur gehen, ja, kommen die Fragen von links und von rechts. Das haben Sie wahrscheinlich mitgekriegt. Das ist nicht jedem gegeben, einfach anzuhalten, dreimal tief durchatmen und sagen, gleich habe ich Zeit für dich. Warte bitte vor meinem Büro, ich bin in 10 Minuten wieder da. Er nennt sich Sid, ist eigentlich in der IT-Abteilung eines Ministeriums beschäftigt. Für zwei Wochen hat er sich freistellen lassen. Sid kommt aus Tunesien, spricht Arabisch. Diese Familie hat noch keine Unterkunft, irrt auf dem Gelände herum. Was ist das Problem hier? Also die haben Läuse und die müssen in einem Raum extra gebracht werden, dass das sich nicht verbreitet hier im Camp, sonst haben wir ein Problem. Sid ist so etwas wie ein Hausmeister hier, vor allem aber ein Problemlöser. Hallo, liebe Leute von der Pforte, ich brauche Schlüsselbund für Container.
Welches Zimmer war das, Mehdi? Bitte wiederholen nochmal, was ist mit morgen? Dann nimmst du beide mit, bringst du mir bitte auch beide. Auf jeden Fall, was soll ich denn so ein Ding da machen? Die Familie wird wohl erstmal in Ingelheim bleiben können. Ein Zimmer im Containerhaus soll frei geworden sein, sagt der Belegungsplan. Doch der ändert sich ständig. Badi Ahmed, das ist Muk Ahmed Ivan. Ahmed. So. Okay, sieht gut aus hier. Hier, Bukhara Salat in den Rufa Kebir. Ich habe hier Schlüssel. Ist alles in Ordnung? Tu mir einen Mopsotin, Sadeli. Okay. Okay, thank you. Die Essensausgabe. Frühstück gibt es ab 7:30, Mittagessen ab 11:30. Lange bevor es losgeht, ist das Gedränge groß. Volker Heimer-Panten ist Finanzbeamter. Auch er hat sich freiwillig gemeldet. Sein Job, für Ordnung sorgen. Essensausgabe ist heikel. Jeder bekommt das Gleiche, doch keiner will zu kurz kommen. Viele von ihnen dürfen wohl bleiben in Deutschland, andere nicht. Das wissen oder ahnen alle hier. Durch diese Ungewissheit entstehen Konflikte. Haben Sie denn hier schon mal Situationen gehabt, die schwierig waren? Ja. Jetzt hier in der schon Polizeigeruf öfters, ja, ja. Was war da? Auseinandersetzungen halt. Immer halt Syrer, Albaner meistens, Afghanen kommen dazu. Mhm. Fühlen sich ein bisschen übergangen, ist auch Stress hier, weil die so lange hier sind. Es gibt dann so eine Art Lagerkoller. Mhm. Dann müssen sie Stress abbauen. Und dann kann das mal passieren. Polizei kommt auch öfters vorbei. Mhm. Die weiß schon Bescheid, die guckt dann schon. Also richtig feste hier war noch nichts, aber es war schon knapp vorne dran. Und Sie sind damit immer zurechtgekommen bisher? Jetzt habe ich keine Probleme. Sonst wäre ich ja nicht mehr hier, muss man ehrlich sagen. Drüben in der Zeltstadt bahnt sich ein Konflikt an. Der Krach hier, das ist etwas, was uns sehr stört. Wir erleben es tagtäglich. Und mittendrin Familie Bartley. Das Leben in der Gemeinschaftsunterkunft strapaziert alle. So viele Menschen in einem Raum, da bleiben Streitereien nicht aus. Ich muss trotz allem, was hier gerade passiert, eine Lanze brechen für die Verantwortlichen, für diejenigen, die uns alle immer beruhigen. Ich bewundere ihre Nervenstärke und das, was sie tagtäglich für uns tun. Wer sich hier streitet und warum, ist unklar. Die Kamera ist nicht mehr erwünscht. Wir müssen das Zelt verlassen. Nur damit Sie das richtig verstehen. Man führt Probleme zwischen Syrern und Albanern auf kulturelle Unterschiede zurück, aber das ist es gar nicht. Es kann sein, dass Sie neidisch sind. Das kann ich nicht beurteilen. Vielleicht denken Sie, ach, das sind Syrer, die dürfen bleiben und wir nicht. Aber Sie wissen nicht, was wir alles durchgemacht haben. So etwas ist Polizeialltag, erzählt uns Oliver Holzer, als es ein wenig ruhiger wird. Man versucht natürlich erstmal die Parteien zu trennen, um einigermaßen Ruhe zu schaffen. Dann versucht man den Ursprung des Streits zu eruieren und versucht dann natürlich letztendlich auch zu helfen, dass das Ganze nicht nur kurzfristig ruhig bleibt, sondern auch langfristig. Später stellt sich dann heraus, zwei albanische Kinder gerieten in Streit. Die Eltern mischten sich ein. Im ruhigen Gespräch glätten sich die Wogen. Ständig kommen neue Flüchtlinge in Ingelheim an, auch mitten in der Nacht. Selbst wenn keine Plätze frei sind. Abgewiesen wird niemand. Die Neuankömmlinge übernachten auf den Fluren, warten hier auf ihre Registrierung. Ein paar Stunden Schlaf auf einfachen Matratzen. Ihre Flucht ist zu Ende. Eine Familie fällt uns auf. Sie räumen gerade ihr provisorisches Nachtlager. Tamam Al-Khatib kommt aus Syrien und erzählt uns, warum er hier ist. Ja, das ist meine Familie. Meine Frau und meine drei Kinder. Mein Sohn Yasser ist 16 Jahre alt und das ist der wichtigste Grund, warum ich hierher gekommen bin. Er sollte zur Armee gehen. Und wenn er zur Armee geht, dann tötet er oder er wird getötet. Und beides ist natürlich nicht zu akzeptieren. Der Agraringenieur und seine Familie haben viel durchgemacht in den letzten Wochen. Bei der Registrierung wurde ihnen gesagt, hier in Ingelheim sind alle Plätze belegt. Es geht für sie nun weiter nach Gießen. Tamam Al-Khatib erzählt von seiner Flucht.
Überall waren Raketen und Flugzeuge. Überall in den Straßen wurde gekämpft. Wir waren 20 Tage im Keller. Kaum Lebensmittel, kein Strom. Es war sehr kalt, die Kinder wurden krank. Nach 20 Tagen sind wir gerannt, mitten durch die Schüsse. Beide Seiten haben geschossen. Eine Menge Menschen wurden getötet. Beim ersten Versuch, per Boot die griechische Küste zu erreichen, kentern sie. Die türkische Küstenwache holt sie aus dem Wasser. Im Boot stand den Kindern das Wasser bis zum Mund. Das zweite Mal haben wir das Wasser mit unseren Schuhen rausgeschaufelt und unser Gepäck über Bord geworfen, um leichter zu werden. Beinahe hätten wir es nicht geschafft. Über die Balkanroute durch Ungarn und Österreich nach Ingelheim. Wir wollen wissen, ob ihr Angela Merkel kennt. Angela Merkel, Präsidentin, ja. Wir haben Ihre Reden verfolgt. Wir kennen Sie. Wir sind ihr sehr dankbar und allen Deutschen. Sie waren sehr freundlich zu uns, mehr als alle arabischen Staaten. Die Deutschen sind sehr freundlich, nicht nur zu uns, zu allen Flüchtlingen. Vielen Dank. Mit Shuttlebussen werden die Flüchtlinge, für die in Ingelheim kein Platz ist, zum Bahnhof gebracht. Auch Familie Al-Khatib steht auf der Liste. Für sie geht es nun weiter ins Aufnahmelager Gießen, 10-mal so groß wie Ingelheim. Wie viele Flüchtlinge sind in diesem Jahr nach Deutschland gekommen? Die Frage ist nicht so eindeutig zu beantworten. 303.443. Die Zahl der registrierten Asylanträge von Januar bis September. Da aber viele der Zufluchtsuchenden monatelang warten müssen, bevor sie überhaupt einen Antrag stellen können, geht die Bundesregierung derzeit von deutlich mehr aus. 800.000, die offizielle Schätzung. Andere Quellen halten deutlich mehr als 1 Million für 2015 für realistisch. Andrang vor der Poststelle, so wie jeden Morgen. Rosita Dehner verwaltet vor allem amtliche Schreiben und überbringt jeden Tag zigfach die alles entscheidende Nachricht. Bleiben oder gehen. Entscheidung wird zuerkannt. Also, you can stay here in Germany. Der junge Syrer aus Homs darf bleiben, doch er versteht noch nicht ganz. Gilt das für 3 Monate? Ja, 3 Jahre. Ja, 3 Jahre. Jetzt begreift er die gute Nachricht. Erleichterung und Glück. Freude und Leid liegen dicht beieinander. Ein albanisches Ehepaar holt sich die Ablehnung ab. Das Verwaltungsgericht hat ihren Einspruch abgewiesen. Die beiden scheinen gefasst, sie haben damit gerechnet. Unter den Balkanflüchtlingen hat sich die Stimmung verändert, sagt Rosita Dehner. Am Anfang hatte ich so das Gefühl, dass eine sehr aggressive Stimmung geherrscht hat, weil jeder noch irgendwie dachte, bei mir klappt's vielleicht. Und so mit der Zeit haben die immer mehr resigniert. Und viele sind auch schon freiwillig ausgereist, ganz viele. Etwa 300 Kinder leben hier. Die Spielstube kann nur 25 aufnehmen. Eine der Betreuerinnen ist Valerie. Es ist viel mehr los. Und auch dadurch, dass wir ja leider nur 25 Kinder mitnehmen, also mit hier reinnehmen dürfen, tut es einem dann auch immer ein bisschen leid zu sagen, nein, du darfst heute nicht, du musst draußen bleiben. Und es ist dann schon ein Unterschied, ob 30 Kinder vor der Tür stehen oder dann auf einmal 50, wo man die Hälfte dann nicht reinlassen darf. Ich bin 9 Jahre alt. Ich komme aus Syrien. Wie heißt du? Hallo. Hallo. Die Erfahrungen bei der Flucht oder die Konflikte im Lager hinterlassen Spuren, besonders bei den Kindern, weiß Kim. Ja, die blöden Syrer und die sind ja so doof und die dürfen hier bleiben und warum? Und dann, ja, es ist schon schwierig, sie schlagen sich oftmals untereinander und dann sagen wir hier, bei uns gibt's das nicht, ihr sollt hier schon noch die letzten Tage in Frieden sein und es ist auch nicht so schlimm, jetzt zurück in die Heimat zu gehen und machen ihnen halt Mut, dass sie es doch hinbekommen. Ständig verändert sich die Spielgruppe. Neue Kinder kommen dazu, andere müssen mit ihren Eltern zurück in ihre Heimat.
Auch für Dorentina und die anderen Betreuerinnen eine schwierige Situation. Es ist schon schwer, sich zu verabschieden. Wir hatten das auch erst letzte Woche. Da kam ein Mädchen, hat uns umarmt und hat angefangen zu weinen. Also die binden sich schon nach ein paar Wochen stärker an uns. Es ist schon schwer, ja. Aber man weiß, man hat was Gutes getan in der Zeit. Ja. Oh, sehr gut. Jetzt bist du dran. In der Enge der Unterkunft werden immer mehr Flüchtlinge krank. Einer steckt den anderen an. Schnupfen, Husten, Magen-Darm, was die nasskalte Jahreszeit ebenso mit sich bringt. Entsprechend viel ist in der ärztlichen Sprechstunde los. Facharzttermine sind in der Stadt kaum zu bekommen. Wohin auf die Schnelle mit einem Zahnschmerzpatienten oder den vielen schwangeren Frauen, die noch nie untersucht wurden? Das Arzthelferteam sei völlig überlastet, sagt Elke Kissel. Wir arbeiten komplett am Limit. Also ich habe jetzt die 140. Überstunde bei einer Halbtagsstelle. Also ich bin froh, dass ich nächste Woche in Urlaub bin. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich beneide keinen meiner Arbeitskollegen, der jetzt in den nächsten 14 Tagen quasi meine Schicht noch mit übernehmen muss. Und ich weiß, dass das alles sein muss und dass wir in einer Sondersituation sind. Aber irgendwie habe ich im Moment das Gefühl, es wird an viele Menschen gedacht, aber an alle Mitarbeiter, die hier in den Häusern arbeiten, wird halt eigentlich überhaupt nicht gedacht. Susanna Waldhofer ist eine Ärztin, die sich mit 5 Kollegen die Arbeit hier aufteilt. Mustafa Smail übersetzt, was die Mutter der Kinder erzählt. Ist denn eins von den beiden Kindern oder sie krank im Moment? Die Kleine hatte Läuse. Dann hätte ich Frau Wager bitte gerne einen Läusekampf. Okay. Wieder ein Läusefall. Diesmal ist die 9-jährige Lin betroffen. Ich habe mich aber auch nicht darüber gewundert. Wir waren 27 Tage unterwegs, fast zu Fuß. Und wir haben immer wieder draußen schlafen müssen. Es war kein Wunder, dass das dann kam. Ja, er sagt, ich habe so viele Sorgen, aber das ist im Moment meine größte Sorge. Nein, das ist die kleinste Sorge. Das ist die allerkleinste Sorge. Es ist einfach was ganz, ganz, ganz Neues, wo man auch mal wieder fernab von der Gerätemedizin, wie wir sie in Deutschland ja nun praktizieren, einfach auch mal wieder wirklich viel Patientenkontakt hat und auch wirklich ganz, ganz einfache Probleme mit vielfach auch sehr einfachen Mitteln grundlegend lösen kann. Für Menschen wie Ahmad gibt es keine einfachen Lösungen. Eine Granate entstellte sein Gesicht und er verlor ein Auge, trotz Notoperation. Dass das Schicksal ihn nach Ingelheim führte, erweist sich als Glück. Denn das Diakoniekrankenhaus im benachbarten Bad Kreuznach hat für solche Fälle extra einen Spendenfonds. André Borsche, Chef der Abteilung für plastische Chirurgie und immer wieder in Krisengebieten unterwegs, um Menschen in Not zu helfen, verschafft sich einen Eindruck. Die besten Ergebnisse würde man bekommen, wenn man ihm tatsächlich eine künstliche Prothese hier anbieten würde und die vielleicht sogar so verankern kann, dass er sie dauerhaft trägt. Das CT soll helfen, die Behandlungskosten zu kalkulieren. Hightech-Medizin für einen Flüchtling, der sich nicht mehr unter Menschen wagt, weil er Angst hat, sie zu erschrecken. Nach einer Analyse der Bilder, einem Gespräch mit der Klinikleitung und ein paar Telefonaten ist klar: André Borsche wird diesen Patienten operieren. Wir haben das große Glück, in einem sehr reichen Land zu leben. Uns geht es in vielen Dingen sehr gut, auch wenn wir auf hohem Niveau klagen. Und natürlich Angst haben, dass, wenn jetzt ganz viele alle an unserem Wohlstand knabbern, dass sozusagen der Kuchen kleiner wird. Aber ich glaube, er ist immer noch so groß, dass wir auch eine breite Schulter haben können, all diese Menschen mit zu versorgen und ihnen auch wirklich adäquate Hilfe anzubieten. Die Erstaufnahmeeinrichtung in Ingelheim ist auf Spenden angewiesen. Die Hilfsbereitschaft der Menschen rund um das Lager ist weiterhin groß. Warme Wintersachen, besonders Schuhe, werden gebraucht. Auch Töpfe und Pfannen gibt es nicht genug. Ansonsten ist die Kleiderkammer gut gefüllt. So voll, dass die neuen Spenden in Containern zwischengelagert werden müssen. Wir lernen einen Helfer kennen, der besondere Gründe für seine Großzügigkeit hat. Es ist Nhien Vu. Brüder und Schwester waren Boatpeople, vietnamesische Boatpeople. Und jo, deshalb wissen wir, was die Leute an Krieg leiden mussten. Und dankbar sind, wenn sie in ein Land kommen, das einen uns aufnehmen.
Und aus Ihnen ist was geworden, offensichtlich. Ja, ich kann Deutsch fließen, bin in den Kindergarten gegangen, Grundschule, Gymnasium, habe meine eigene Firma jetzt hier in Ingelheim. Von daher sage ich, lass die Asylanten rein. Die bauen Deutschland mit auf. Ich habe Kunde Bund, ich arbeite in der Rheinhessen-Fachklinik in Alzey und ich habe einen Aufruf bei uns in der Klinik und dann kommen immer peu à peu Sachen an und die liefere ich hier ab, weil ich hier in Ingelheim wohne. Schuhe, Handtücher, Kleidung, Kinderkleidung, ich hatte auch schon einen Rollator mitgebracht, ich habe auch schon Unterarmgehstützen mitgebracht, alles was, sag ich mal, bei mir jede Abteilung anliefert. Blauäugig ist keiner der Helfer, die wir hier treffen. Auch Sigrid Engler weiß, es muss geholfen werden, aber kann das so weitergehen? Also meine persönliche Meinung ist, man muss die Leute unterstützen, aber natürlich mit einem logischen Bewusstsein, sag ich mal, oder mit einem guten Bewusstsein, weil es kann natürlich nicht jeder hierher kommen und denken, es wäre Schlaraffenland und jeder kriegt Unterstützung. Weil irgendwann ist dann die Wirtschaftslage auch nicht mehr da, um das in dem Maße aufzufangen, wie es eigentlich sein sollte. Wie viele Flüchtlinge kommen nach Rheinland-Pfalz? Das Land muss nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel 4,83% der Asylsuchenden aufnehmen. In diesem Jahr sind bis Oktober 37.500 Flüchtlinge angekommen. Die Zahl wird bis Jahresende allerdings noch deutlich steigen. In der Kleiderkammer im Keller herrscht Gedränge. Warten auf die Ausgabe von Wäsche und Hygieneartikeln. Jeder Flüchtling bekommt eine Grundausstattung. Alles wird dokumentiert. Für die gerechte Verteilung ist seit einem Jahr Ruth Sartorius zuständig. An den Stress hier unten hat sie sich mittlerweile gewöhnt. Eigentlich macht das tierisch viel Spaß, das muss man schon sagen. Auch wenn man manchmal hier oft in dem Gebilde einen rauen Ton herrscht, klar, muss man, weil der Flur ist eng, also es geht halt manchmal nicht anders, aber ansonsten ist das cool hier. Im Schullager bringt Manfred Schmidt Ordnung in das Chaos. Ein paar Stunden in der Woche ist er hier, ehrenamtlich. Er will wie viele etwas Sinnvolles tun, für die Flüchtlinge und am Ende auch für sich selbst. Herzlich dankbar. Also ich sag mal zu 90%, die Leute hierher kommen, nehmen was mit. Das sehen sie an den Augen. Die sind herzlich dankbar, dass sie was bekommen. Ne? Und das ist das, was ich wieder zurückbekomme. Und dann geht mir das, wenn ich heute Mittag dann nach Hause gehe, geht mir es auch wieder gut. So einfach ist das. Wolfgang Winter, der pensionierte Lehrer, hat Familie Badler zum Stadtbummeln nach Ingelheim eingeladen. Und der wird auch für das Deutschlernen genutzt. Münsterplatz. Münsterplatz. Münster. That's right. Münsterplatz. Yes. Tochter Lo Jane hält lieber Abstand. Sie hat panische Angst vor Fido, dem Zottelhund des Lehrers. Ein Hund als Haustier, das kennt sie aus Syrien nicht. Sama Butler entdeckt einen Olivenbaum, der ihn an seine Heimat erinnert. Ich vermisse diese Bäume, sagt er. Das Stadtzentrum von Ingelheim ist für die Flüchtlinge zu Fuß leicht erreichbar. Die Langeweile treibt sie hierher. Und der bessere Internetempfang. Das Stadtbild verändert sich dadurch. Die Ingelheimer registrieren das und reagieren unterschiedlich. Ich empfinde es nicht schlimm. Ich habe schon festgestellt, sie grüßen freundlich. Sie sagen zwar nicht guten Tag, aber sie machen schon so. Dann mache ich zurück. Aber ich habe nur den Verdacht, dass vielleicht doch mal so ein Terrorist da drunter ist. Aber Garantie fürs Leben finden sie nicht, nirgends, niemals. Und muss halt sehen, dass man klarkommt. Ich denke schon mal drüber nach, wenn es noch mehr werden. Vielleicht schon als Frau alleine irgendwo. Abends, denke ich mal, würde ich auch nicht mehr gehen. Ja? Sorgen, die sich die Bürger machen, für die es aber aus polizeilicher Sicht keinen Grund gibt, sagt Erhard Peiter, der in dieser Nacht Streife fährt. Die Zahl der Ladendiebstähle steige zwar, gravierend sei das aber nicht. Die meisten Flüchtlinge verhielten sich höflich und angepasst. Ausnahmen gäbe es. Wenn Konflikte eskalieren, spielt sich das fast immer in den Einrichtungen selbst ab. Dort gab es in letzter Zeit mehrfach Schlägereien. Beamte der Bereitschaftspolizei wurden nach Ingelheim abgeordnet. Bei den Streifen ist oft ein Hund dabei. In der Unterkunft kehrt fast nie Ruhe ein. Wichtig ist, dass wir gesehen werden, dass wir vorhanden sind und dass wir schnell hier sind. Und das spricht sich auch rum. Ein Problem ist Alkohol. Der Konsum ist in der Einrichtung verboten. Deshalb wird außerhalb getrunken. Die Beamten haben einen jungen Mann aufgegriffen, der auf der Straße herumtorkelte.
Damit er sich und andere nicht weiter gefährdet, landet er in der Ausnüchterungszelle. Zum wiederholten Mal. Eine personalaufwendige Aktion. 7 Polizisten sind zeitweise mit ihm beschäftigt. Thomas Sinner, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion, weiß, dass die Personaldecke dünn ist. Als er im Juni 2014 anfing, ahnte er nicht, dass die Aufnahmeeinrichtung ein gutes Jahr später aus allen Nähten platzen würde. Ich sehe uns schon irgendwo am Rande der Leistungsfähigkeit. Ja. Noch bewältigen wir die Einsätze, die anfallen. Aber die Frage, da muss berechtigt sein oder entsteht automatisch, wenn noch mehr Flüchtlinge kommen, wo bringt man die unter? Wie bringt man die unter? Was an seinen Nerven zerrt, sind die Beschwerdemails, die täglich eingehen. Ja, also das geht ja hin von der Beschwerde über Wäsche, die da an der Zellstadt oder in der Konrad-Adenauer-Straße über den Zaun hängt. Und dann bekommen wir natürlich immer wieder diese Shitstorms fast. Ja, Polizei vertuscht Informationen, Polizei macht nichts. Und da sind dann da werden uns Ereignisse geschildert, wo ich immer sage, ja, wenn das so gravierend war, dann frage ich mich, warum ist das nie offiziell angezeigt worden? Für die Badlers geht ein Kapitel zu Ende. Nach 48 Tagen verlassen sie endlich die Massenunterkunft und werden ihr erstes richtiges Zuhause beziehen. Zwar ist ihr Asylbegehren noch nicht bewilligt, doch das ist wohl nur noch eine Frage der Zeit. Wir konnten heute Nacht kaum schlafen. Wir freuen uns sehr. Ich hoffe, dass ich so schnell wie möglich Arbeit finde. Die Motivation ist da. Ein syrisches Volkslied sorgt für Stimmung. All diese Menschen warten auf einen Transfer. Der Bus wird die Badlers in die Südpfalz bringen. Mehr wissen sie nicht. Ein Ort mit Gymnasium wünscht sich Mutter Hanan. Einer, der groß genug ist, um Arbeit zu finden, hofft Vater Samir. Einer mit netten Mädchen in der Klasse ersehnt sich Lojane. In der Verbandsgemeinde Lingenfeld werden die Badlers erstmal offiziell begrüßt. Also im Monat bekommt die Familie zum Leben 1393 Euro. Alles klingt hier sehr positiv. Telefonnummer, wenn Probleme sind oder so, steht alles. Dann geht's weiter ins 5 Kilometer entfernte Lustadt, einem 3000-Seelendorf. Lustadt soll für die Badlers die neue Heimat werden. Auf der Fahrt sinkt ihnen ein wenig der Mut. Ringsherum nur plattes Land. Wo sind die Schulen, die Arbeitsplätze? Ein freundlicher Herr vom Arbeitskreis Asyl begrüßt sie. Lojane ist aufgeregt. Der Familie wurde ein kleines Haus zugewiesen. Das Willkommensschild zeigt, hier haben sich Dorfbewohner Gedanken gemacht. Das Häuschen könnte noch etwas Renovierung gebrauchen, aber dafür haben sie ja jetzt genug Zeit. Und es ist absoluter Luxus im Vergleich zum Zeltstadtleben. So richtig freuen können sich die Badlers im Moment dennoch nicht. Zu viel bricht gerade über sie herein. Sie haben diesen Tag herbeigesehnt. Jetzt ist er da. Mit ihm aber auch alle Zukunftsängste. Judith Rüffel kommt da jetzt genau richtig. Von Beruf ist sie Sozialarbeiterin und ehrenamtlich Flüchtlingspatin. Sie sind so eine Art Patin für die Familie? Ja. Ich denke, es ist mein christlicher Auftrag, mich hier einzubringen. Und das mache ich gerne. Ich war Lehrerin in Syrien. Ich heiße Ludein, ich komme aus Syrien. Ah, wunderschön. Judith Rüffel wird da sein, wenn die Familie sie braucht. Die netten Menschen um sie herum geben den Badlers Sicherheit. Wir sind sehr glücklich, dass wir endlich angekommen sind. Wir wurden sehr nett empfangen. Der Hausbesitzer hat die Kinder schon zum Fußballspiel eingeladen. Und ich denke, es kann nur besser werden. Wieder in Ingelheim. Noch ist es herbstlich mild. Doch der Winter ist nicht mehr weit. Viele der Flüchtlinge werden die nächsten Monate hier verbringen. Etwa ein Drittel von ihnen vermutlich in Zelten. Ein Problem. Doch ein viel größeres Problem entsteht dann,
wenn der Strom der Flüchtlinge nicht abreißt.